Einmal im Jahr, wenn die Sonne Äpfel und Birnen zur Reife gebracht hat, erntet der Bauer sein Obst. Einmal im Jahr rollen dann die schwer beladenen Wagen zum nächsten Obstverwertungsbetrieb, in unserem Fall nach Matzingen. Das Obst wird in Silos geleert, von wo aus es dann auf ein Förderband gelangt und gewaschen wird. Nach der Waschanlage werden die Äpfel zerkleinert und kommen in die große Presse. Heraus kommt nun herrlich frischer Apfelsaft, der aber ziemlich schnell zu gären beginnen würde. Darum geht der Saft weiter zur Kochstation. Hier wird der Apfelsaft blitzschnell erhitzt, also keimfrei gemacht, ohne Aroma und Gehalt zu beeinträchtigen, und dann sofort wieder abgekühlt. Der Saft geht nachher weiter über die Aromaanlage und danach über mehrere Zentrifug- und Filtriereinrichtungen, um den Trub, das heißt kleinste schwebende Teilchen, herauszufiltern, wodurch der Most schlussendlich klar und glanzhell wird. Nach weiteren Abkühlungen und Zugaben gelangt dann der Saft zu guter Letzt in die Lagertanks, von wo aus er in Flaschen abgefüllt wird und in den Verkauf gelangt.